Mein Freund der Herausforderer, ich habe etwas, das du interessant finden könntest. Ah, my friend returns. You have acquitted yourself well in your searches. And Tuamawai would have you go forth from Kazuwari to hunt artifacts elsewhere in the Deadfire. Oh, mein Freund, du kehrst zurück. Du hast dich auf der Suche gut geschlagen und Tuamawai möchte sehen, dass du Kazuwari verlässt, um im restlichen Todesfeuer nach Artefakten zu suchen. The Seeking Face whispers of a smooth sphere of Ardra, polished in the ocean's depths. Das suchende Gesicht flüstert von einer glatten Kugel aus Ardra, poliert in den Tiefen des Ozeans. Found and lost a dozen times, it is sunken to the bottom of Nekataka, to the ruins below. Dutzende Mal verloren und wiedergefunden ist sie auf den Grund von Nekataka gesunken, zu den Ruinen weiter unten. To claim it from the creatures within the sinkhole, however, one needs keep the seeker's lessons in mind, that the lure serves the hunter as aptly as the spear. Um sie von den Kreaturen in der Kugel allerdings zu erbeuten, soll man die Lehren des Suchers im Hinterkopf behalten. Dass ein Köder dem Jäger so dienlich sein kann wie ein Speer. The slaying face growls of the Kraken's eye and a coin heavy with lost lives. It came from here, and the faces would see it returned. Das schlachtende Gesicht knurrt etwas von Krakenauge und einer Münze, die vor verlorenem Leben ganz schwer ist. Es stammt von hier und die Gesichter möchten, dass es seinen Weg zurückfindet. Er lächelt und zeigt seine spitzen Zähne. It poses you no danger. I promise. Er stellt keine Gefahr für dich dar, das verspreche ich. Sounds perfectly safe. Hört sich total sicher an. Konstantin schnaubt. The surviving face would teach a lesson. That persistence is not necessarily survival. Das überlebende Gesicht lehrt eine Lektion, dass Hartnäckigkeit nicht zwangsläufig zum Überleben führt. Er lacht leise in sich hinein. Confused? Seek the altars of the dead in Nekataka. And I believe you will begin to understand. Verwirrt, suche die Altäre der Toten in Nekataka auf und ich bin sicher, du wirst beginnen zu verstehen. Will you take up this hunt? Wirst du dich dieser Jagd stellen? Natürlich. Most excellent. Or Gelarde, as our Valian friends would say. Ganz ausgezeichnet, oder Gelarde, wie unsere valianischen Freunde sagen würden. Er lacht sich hinein und seine Finger huschen über seinen Mund. How about you stick with Akira? Wie wäre es, wenn du bei Akira bleibst? Good hunting, my friend. Gute Jagd beim Freund. Er neigt seinen Kopf, um sich zu verabschieden. Okay, ich habe 3 Aufgaben bekommen. Das suchende Gesicht möchte das, also das, die Suche des suchenden Gesichts nach der Ardra-Perle. Ja, supi. Das suchende Gesicht möchte, dass ich zum Todesfeuer reise, da bin ich schon die ganze Zeit, und nach einer sendenden Sphäre suche, die aus den Tiefen des Ozeans geholt wurde. Egari erfuhr, dass sich eine Perle in den Klauen einer Kreatur befindet, die in irgendwelchen Ruinen unterhalb von Nekataka lauert. Vielleicht kann die Kreatur aus einer Grube geködert werden. Ja, da unten war ich schon mal. Ich kenne mich da aus. Das schlachtende Gesicht möchte, dass ich eine verfluchte Münze wieder beschaffe. Und zum Becken der Erinnerung zurückbringe. Egaris Informationen deuten darauf hin, dass die gesuchte Münze im Krakenauge in Port Maie zu finden sei. War das Krakenauge nicht die Taverne dort? Na, wahrscheinlich muss ich mich damit ein paar Schlägern umschlagen. Die Suche des überlebenden Gesichts nach dem Schädel der Matrone. Das überlebende Gesicht möchte, dass ich nach Nekataka reise und nach jemandem oder etwas suche, das fortbesteht, ohne zu überleben. Ich kann das Funkstück zurückbringen und dafür die Kunst des Keilers erhalten. Ingari entdeckte, dass der gesuchte Gegenstand zwischen den Altären des Todes in Nekataka zu finden sei. Damit sind wahrscheinlich die Grabkammern der Stadt gemeint. Ja, da war ich auch schon mal drin. Also Orte, die ich schon kenne. Aber gut, gucken wir erstmal hier weiter. Wir machen erstmal ein Gesicht fertig und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ach, hier oben wird mir auch angezeigt, welchem Gesicht das dient. Nur weil, damit man es hier nicht selber herauslesen muss. Aha. Okay, Stelgiers. Wir hatten schon mit Stelgiers vorhin zu tun, als wir die Artefakte gesucht haben. Und anderen Raubkatzen. Mal sehen, wie wir uns hier schlagen. Oh, die Arena wieder. Though smaller than the mighty Stelgar, the great felines of Eora are deadly hunters. In a pack, they demand fear.
Auch wenn sie kleiner sind als die mächtigen Stelgier, so sind die großen Katzen von Nerora doch tödliche Jäger. Im Rudel sind sie wahrlich furchteinflößend. Das Glück ist mit den Schwachen, möge die Gnadenlosen gewinnen. Also, da... Wie damals in der Arena. In der anderen Arena. Okay, wir haben... wilde Panther. Wir haben da einen Tiger und einen großen Stelgier da. Noch einen großen Stelgier da. Ist die Frage... Mal ein Quicksave machen. Ist die Frage. Oh, da liegt auch noch ein Tiger. Ist die Frage. Jungpanzer, ha. Es sind zwei Tiger, drei Panther und zwei Stelgiers. Wie gesagt, ist die Frage, wenn ich jetzt einen Panther angreife, ist das ganze Pack dann auf mich stinkig. Okay, nicht das ganze Pack, aber ein Großteil. Mach du mal benommen. Zum Glück sind solche Tierchen nicht ganz so intelligent. Das heißt, ich kann sie übernehmen und... So viel dazu. Okay, erstmal das Kleinvieh loswerden. So, die heil dich. Ich hätte vielleicht einen Stake übernehmen sollen, aber ich bin nicht mal sicher, ob das klappt. Ja doch, das klappt sogar. So, ich versuche nochmal zu heilen. Adolf, heil. Sehr auf jeden Fall übernimm den nächsten Stake hier bitte. Okay, wir haben den Stake übernommen. Gut. Xorti Heimer richtig. Alof ist ein bisschen arg angeschlagen. So, und jetzt den da weg. Das heißt, wir schlagen ihn zu Brei. Setzen mit einem Herzschuss hinterher. Alof ordentlich eine Schusssalve. Oh, und da habe ich Konstantin in den Rücken geschossen. Ja. Hat auch gut geklappt eigentlich. Die Stelgier jagen gut, aber der Wächter jagt besser. Tomama ist zufrieden, ich bin zufrieden. Ich frage mich aber gerade echt, ob wir nicht irgendwann mal ein besseres Zimmer kriegen. Der fortgesetzte Beifall der Menge tritt zurück, verblasst zu einem schwachen, entfernten Summen.
Die Erscheinung, die du gesehen hast, bildet sich erneut direkt vor dir. Watcher! You do not embarrass yourself! Wächter, du machst dich nicht lächerlich. Die schimmernde Form applaudiert wie in Zeitlupe und grinst bei jedem lauten Klatschen. The competition may be weaker than seasons past, but I see victory boiling in your veins. Die Konkurrenz mag schwächer sein als in den vergangenen Jahreszeiten, aber ich sehe den Sieg in deinen Adern brennen. We will be crowning you champion of the hunt. Wir werden dich zum Meister der Jagd krönen. Du schon wieder, was willst du? Zeigst du dich allen Herausforderungen oder nur mir? Das scheint darauf hinzuweisen, dass man nur eine endliche Zahl von Leuten bei diesen Spielen umbringen kann. Wie schade. Fragen wir mal die zwei. Crucible demands each face select a favorite warrior. Some like you listen well. Most do not. Der Schwestsiegel verlangt, dass jedes Gesicht einen bevorzugten Krieger auswählt. Manche hören gut zu, so wie du zum Beispiel. Die meisten allerdings nicht. This place is a trap. It lured me as it has lured you. Die Sorte ist eine Falle. Sie hat mich ebenso angelockt wie dich. Slayer no slaying. Not caring for spirits. That is Watcher's work. So you must be Slayer and Watcher both. Ein Schlechter weiß, wie man andere abschlachtet. Wie man sich um Seelen kümmert, davon hat er keine Ahnung. Das ist die Aufgabe eines Wächters. Deshalb musst du also sowohl Schlechter als auch Wächter sein. Schlechter und Wächter, jo. Slayer and Watchers. Schlechter und Wächter klingt ein bisschen cooler. Und ich könnte einfach gehen. Dieses hat mich noch nicht gefangen. Auch ein anderer Geist ist mir erschienen. Eine Frau in einem Mantel. Im Tal der Wildschweine habe ich noch so einen wie dich getroffen. Nehmen wir mal das. Er gluckst leise, ein hasserfülltes, verspottendes Geräusch. He is not impressive. Rarely won easily. But never bested. He was the only face to die of old age. Er ist nicht gerade beeindruckend, hat kaum einen Kampf leicht gewonnen. Aber wurde niemals besiegt. Er war das einzige Gesicht, das aus Altersschwäche starb. Also ist Wehami wohl wirklich der Schlechter? Ja, auch ein anderer Geist ist mir erschienen, eine Frau in einem Mantel. Seeking face is but a spider trapped within its own web. Das suchende Gesicht ist nichts anderes als eine Spinne gefangen in ihrem eigenen Netz. Die Erscheinung zuckt mit ihren massiven Schultern. Oder ich könnte einfach gehen, die Insel habe ich noch nicht gefangen. Die Amana-Seele zischt wie eine in die Enge getriebene Katze, Lippen überbrennende Zähne zurückgezogen. And we would name you coward. You would wear your shame as a mantle for the rest of your seasons. Und wir würden dich ein Feigling nennen. Du wirst deine Schande für den Rest der Jahreszeit als Mantel tragen. Ich habe genug gehört. I will not stand between you and your prey. Go, rend the weak until there is only victory. Until there is only you. Ich werde mich nicht zwischen dich und deine Beute stellen. Verschwinde, zerfleische die Schwachen. Bis es nur noch den Sieg gibt, bis es nur noch dich gibt. Auf einmal hörst du wieder das Turm der Menge in seinem ganzen ohrenbetäubenden Lärm und die Erscheinung verschwindet zu einem sanften violettroten Schimmer, bevor sie vollständig verschwindet. Ach, sie verschwimmt. Okay, Entschuldigung. Noch eine Unterhaltung mit den Geistern. Ja, das schlachtende Gesicht, um genau zu sein. Dann lass uns gehen. Das schlachtende Gesicht, um genau zu sein. Strange, I didn't see or hear anything. Seltsam, ich habe nichts gehört oder gesehen. Perhaps you're more attuned to them now. Vielleicht bist du jetzt besser auf sie eingestellt. Or maybe it's because you're among the stones of the Crucible. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass du dich zwischen den Steinen des Schmelztiegels befindest. Regardless, you seem to be on the right track. Keep at it. Wie auch immer, du scheinst auf dem richtigen Weg zu sein. Mach weiter so. Indeed. Ja, Crucible, Schmelztiegel. Ich würde den Crucible irgendwie immer noch als Schmelzofen übersetzen. Also diese großen Steinpötte da, in denen Eisen geschmolzen wird oder anderes Material. I hear tale of another artifact ripe for the reaping. Okay. Welcome back. Willkommen zurück. I hope I can be of service. Ich hoffe, ich kann dir helfen, Freund. It's early to be calling us friends, buddy. Ist doch zu früh, um uns Freunde zu nennen, Kumpel. Shouldn't I? All my friends in service of the faces, even when they're my foes. Sollte ich das nicht? Jeder, der im Dienst der Gesichter steht, zieht zu meinem Freund, selbst wenn wir Feinde sind. Bietest du Gegenstände zum Verkauf an? Not many.
But what I have is exclusively sold to the Crucible's contenders. Nicht viel, aber was ich im Angebot habe, ist den Herausforderungen des Schmelztiegels vorbehalten. Er sieht lächelnd auf deine Marke herunter, bevor sein Blick wieder deinen trifft. Please, spend lavishly. Bitte, kaufe nach Herzenslust ein. Mit einem Schwenker seines Arms deutet er auf die Gegenstände, die auf den Regalen hinter ihm aufgereiht sind.